Ja, hallo zusammen. Es hat wieder geschneit gestern Nacht. Und das nehme ich mir jetzt mal zur Gelegenheit, um noch ein paar Fotos hier am See zu machen. Manchmal kommt sogar die Sonne raus, das finde ich ganz cool. Und dieser weiße Kontrast von dem Schnee im Gegensatz zu diesen schönen bunten Farben am Ufer nehme ich mir jetzt einfach mal hier auch zur Hilfe und suche jetzt auch speziell nach Weiß und zum Beispiel auch hier diese Bootshütte, die ich da gesehen habe, die finde ich ganz cool. Die leuchtet so richtig schön grün heraus. Die nehme ich jetzt auf und nehme euch mit, wie ich diese Bootshütte fotografiere. Dabei habe ich einen Weitwinkel und einen Zoom. Da der Steg gesperrt ist bei diesem Bootshaus, werde ich das jetzt mit meinem Zoom einfach mal aufnehmen. Auf, was weiß ich, 70 oder 100 Millimeter. Schauen wir uns das Ganze mal an. Kalt ist es. Hier sieht man zwei Boote im Wasser. Könnte auch ein Motiv sein. Hier vor der Hütte ist auch nochmal ein grünes Boot. Aber ich konzentriere mich jetzt mal zuerst hier auf diese Bootshütte. Das Tor ist gesperrt, ja. Ist leider zu. Macht nichts. Ich habe einen Zoom dabei. So, und wie gehen wir es jetzt an? Ich brauche jetzt mal keine Langzeitbelichtung. Ich mache das Ganze aus der Hand. Was mir jetzt hier schon auffällt, der Steg ist schneebedeckt. Da sind keine Spuren drauf. Das ist super gut. Und das Geländer führt richtig schön zum Haus. Und dieses Geländer werde ich mir jetzt zu Hilfe nehmen. Ich bin jetzt auf 70 mm. Weil wenn ich jetzt ranzoome, dann habe ich die braune Bootshütte links daneben auch noch leicht mit dem Bild. Aber vielleicht kann ich hier den Bildausschnitt ein bisschen ändern. Und hier ist so ein Schattenspiel. Wow, das sieht ganz gut aus. Ich versuche jetzt hier dieses Geländer in der linken unteren Ecke starten zu lassen. Und die führt mich dann direkt in die Mitte des Steges. Das bringt mir jetzt auch hier nichts, von unten nach oben zu fotografieren, weil ich da nichts vom Steg drauf habe. Wenn ich von oben nach unten fotografiere, fallen die Wände zusammen. Also bleibe ich jetzt einfach parallel mit der Kamera horizontal auf die Bootshütte gerichtet. Und wähle jetzt meine 7er Blende, muss meine Belichtungszeit ein bisschen anpassen. Auf 1/1000stel, so sieht es ganz gut aus. Und hier mit dem Zoom haben wir jetzt hier die Möglichkeit, auf 90 mm ran zu zoomen und so hier das Foto zu machen. 6er Blende, Shutter 1000. Ja, ich muss tatsächlich noch niedriger gehen, dass ich dieses Geländer in die Ecke platzieren kann. Super! Ich freue mich richtig, dass jetzt die Sonne noch mal rausgekommen ist. Vielleicht kann ich auch das Objektiv hier auflehnen. Ja, das geht ganz gut. Wow, das gibt mir jetzt hier die nötige Stabilisierung. Brauche ich gar kein Stativ, ich stehe mittig. Ja, auf einer 1/800stel Belichtung habe ich hier echt ein wunderschönes Winterbild, obwohl wir eigentlich April haben. Kamera positioniere ich auch hier, stabilisiere schön und mache das Bild erst, wenn ich mir sicher bin. Bei dem Bild schaue ich auch, dass ich nicht zu viel vom Himmel aufnehme, aber dass trotzdem noch ein bisschen Luft nach oben ist im Hochformat. Sieht echt klasse aus. Es freut mich gerade, dass ich jetzt hier unterwegs bin und die Möglichkeit habe, hier dieses Bild zu machen. Mit dem Autofokus kommt die Kamera jetzt hier nicht klar, weil die Kontraste irgendwie von dem Grün zu schlecht sind. Da stelle ich jetzt einfach mal um auf Fokusfeld mittig und dann passt es. Dann fotografiere ich wirklich die Hütte und nichts anderes hier. Dann ist hier wirklich die Hütte scharf und nicht Teile dieses Steges. Bam! Ha, geil! Richtig cool, dass jetzt die Sonne noch rauskommt. Jetzt haben wir da unten hier noch dieses Boot. Vielleicht kann ich das ja auch hier von der Seite irgendwie fotografieren.
Dann müsste ich allerdings irgendwie hier runter. Ah, das wird schon gehen. Ich will ja Boot und Hütte drauf bekommen. Deswegen schraube ich mir jetzt hier noch das Weitwinkel drauf. Ich kann hier schnell wechseln. Kappe vom Weitwinkel mache ich schon mal ab. Zack, zack, es muss schnell gehen. Ich will hier nicht noch mehr Staub auf dem Sensor haben, der eh schon drauf ist. Nee, ist super so. Sehr schön. So, jetzt muss ich erstmal irgendwie runterkommen, ohne hinzufallen. Hoppa, okay. Boah, es ist hier matschig. Wirklich. Oh, jetzt bin ich doch froh, dass ich hier ein Display habe. Oh Gott. So, was haben wir jetzt hier? Da habe ich mir jetzt mehr erhofft. Ah, es ist matschig hier. Fast auch ein bisschen eklig. Ach ja, was willst du machen? Im Hochformat sieht es hier auch nicht viel besser aus, oder? Probiere ich mal mit der Kette was aus, indem ich hier mal so durchfotografiere. Vielleicht kriegen wir es hin, dass hier die Ketten einfach ein bisschen anheben und ich will durch die Mitte durchfotografieren. Vielleicht, genau, beide parallel und so ein bisschen auseinander. Die müssen auf derselben Höhe sein. Cool. Und das probiere ich jetzt mal so umzusetzen. Jetzt hat sich das jetzt gerade ein bisschen bewegt. Ja, das macht nichts, weil ich muss nur schauen, dass ich in der Waage bin, was die Wasseroberfläche angeht, weil sonst wird es krumm und schief. Und man kann halt kaum was erkennen bei diesem Sonnenlicht. Das wird... Es ist jetzt mehr oder weniger ein Blindschuss. Mal näher zusammen. Noch näher zusammen. Mal schauen, ob das was wird. Gucken wir mal rein. Vielleicht habe ich ja Glück, es ist ein Treffer dabei. Kann schlecht erkennen, ne? Ja, mein links Licht. Also, es ist so, wie ich es mir vorstelle, nur ist meine Kamera noch viel zu sehr gekippt. Da muss ich jetzt in Dreck. Ich muss in Dreck. Über der Oberfläche. Also ich muss die Kamera halt gerade halten, das ist halt extrem blöd, weil ich es einfach nicht sehe. Oder sonst, wenn sie den Arm durch die Ketten durch, dann ist die Kamera nämlich schon im Wasser. Hat sie schon... Dann lohnt sich das Foto nicht. Wie tief kann ich denn gehen? So tief ungefähr. Ja, das sieht schon echt cool aus. Nämlich eins, jetzt ist die Sonne wieder da. Schauen Sie mal rein. Oh ja, das sieht... Genau das ist super. Das ist schon mal ganz gut, glaube ich. Das ist cool, vor allen Dingen auch die Wolken im Hintergrund, die sind richtig wie so ein Gemälde. Das sieht super aus. Kann man fast so lassen, der Horizont ist auch fast gerade, fast. Ja, das ist cool, das ist echt. Also ich bin total happy gerade. Wunderbar. Ja, ich habe die Ketten so drauf, wie ich wollte. Und boah, das sieht ja richtig cool aus. Als ob die Kamera in den Ketten hängt. Irgendwie ja. So. Sehr stark. Das ist ja also das Bild, das ist genau, das kann ich verwenden. Finde ich cool. Boah, super. Einfach mal gucken, Siegfried Eichhorn. Ja, habe ich schon. Da so mache ich meine Landschaftsfotos. Ja, genau. Da gibt es ganz sehr viele cool. Videos. Das können wir nachher in Ruhe mal an. Und auf einem größeren Bildschirm. Ja, vielen Dank für die spontane Hilfe. Echt zu danken.
das ist cool, dass ich jetzt echt von einem wildfremden Typen hier Hilfe bekommen habe bei meinem Kettenfoto. Weil das war jetzt tatsächlich so, allein das Boot mit dem Steg und dem Hütchen, da hat mir nicht getaugt. Und ja, durch diesen Kettenimpuls bin ich dann einfach drauf gekommen, dieses Foto zu machen. Und alleine ging es nicht, weil die Ketten konnte ich einfach nicht parallel hochhalten. Und das Bild kommt halt einfach nur für mich geil, wenn die Ketten parallel sind. Und ich shoote durch die Ketten mit der Kamera durch. Ich habe es jetzt vorhin eingetaucht. Die ist auch hier ein bisschen nass geworden hier innen drin. Ich war jetzt einfach im Übereifer einfach zu tief an der Wasserkante. Aber das muss die Sony jetzt auch mal überleben. Ich hoffe nur, dass der Mikrofoneingang hier nichts abgekriegt hat vom Wasser. Aber die trocknet dann daheim, das passt schon. Aber coole Aktion, gefällt mir echt gut. So. War ich hier wieder mal eine Stunde unterwegs, habe mich hier ausgetobt. Jetzt will ich es aber auch noch mal wissen, dieser Baumstumpf hier unten, das ist halt vielleicht, könnt ihr den sehen, mit der Kette, der sieht doch auch ganz cool aus. Und jetzt hier in einem Weitwinkel, ich kann mich hier kaum festhalten irgendwo. Okay, mal schauen, was wir mit diesem Baumstumpf machen können. Ich habe jetzt das 14 mm Objektiv draufgeschraubt, um hier möglichst nah und um möglichst viel drauf zu bekommen von diesem Baumstumpf. Das sieht schon auch ganz witzig aus. Und ich kann auch hier richtig nah rangehen. Ich muss mich hier echt festhalten, sonst falle ich hier ins Wasser. Und die Belichtungszeit muss ich jetzt auf 1/250 ungefähr schrauben. Jetzt bräuchte ich halt wirklich ein ausklappbares Display, Leute. Das vermisse ich jetzt hier bei der Kamera extrem. Und ihr seht, ich bewege mich jetzt hier auf insgesamt 4 Quadratmetern und es gibt einfach Fotospots, man muss halt das Auge dafür entwickeln und das kommt einfach mit der Übung. So ist es bei mir zumindest. Und mit dem 14 mm kriege ich dieses Boot drauf und die Hütte. Echt unglaublich. Coole Sache. Also. Hoppala. Jo. Mal schauen, was ich hier machen kann. Ja, 14 mm kommt es schon ziemlich lässig. Wenn ich an der Wasseroberfläche fotografiere, meist normal so, dass ich das Objektiv hier unten halte und strecke den kleinen Finger raus und dann merke ich, wann ich im Wasser bin. Weil in der Euphorie kann schnell passieren, dass die Kamera eintaucht, wie bei mir vorhin eigentlich. Und jetzt sage ich Peace out, euer Sigi vom Ammersee.